Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Und ich habe eine gute Nachricht für all die, die wollen, dass ich das hier behalte. Ich habe einen Weg gefunden, da drüber zu kommen, ohne zu cheaten. Und für alle die, die wollten, dass ich nicht cheate, eine gute Nachricht. Ich habe einen Weg gefunden, darüber zu kommen, ohne zu cheaten. Und zwar habe ich hier diese leckere Verwandlung Schattenläufer-Spruchrolle. Und ich habe jetzt kurz davor gespeichert. Denn beim Testen hat es einmal von dreimal ungefähr geklappt. Ja, ich mache einfach mal. Mal schauen, ob es funktioniert. Wie ihr seht, der Schattenläufer hat einiges an Schwung. Aber leider hat es beim ersten Versuch... was? Das ist ja lustig. Was bitte? Was? Was? Der Schattenläufer fällt runter, ist tot und wenn ich mich dann kann ich mich zurückverwandeln und lebe. Okay, Moment. Das will ich jetzt aber erforschen hier unten. Also, ich bin hier komplett ohne Cheat, ne? Will ich nur mal klarstellen. Ich habe nicht gecheatet, um hier runterzukommen. Ich bin hier einfach regulär, so wie es sich gehört. Aber irgendwie funktioniert das nicht ganz, so wie ich das mir gedacht habe. Nun denn, ein zweiter Versuch. Wie zuvor auch schon. Schattenläufer. Vielleicht mit ein bisschen mehr Anlauf diesmal. So ungefähr müsste das klappen, oder? Whoop, und rüber. Ja, geschafft! Siehst du? So nämlich geht das, weil der Schattenläufer irgendwie weiterspringt. Also ich habe alle möglichen Verwandlungsdinger, die ich dabei hatte, ausprobiert. Ich habe mich auch mal rüber gecheatet und geguckt, ob ich in Verwandlung Blutfliege kriege. Aber nö, habe ich tatsächlich nicht. Und zwar weder hier noch in Korinis drüben. Also weder hier bei den Magiern noch in Korinis bei den Magiern oder Zuris habe ich Verwandlung Blutfliege gekriegt. Und ich vermute, das gibt's vielleicht sogar gar nicht hier in Gothic 2. Könnte ja sein, ne? So, und dann dachte ich mir, wenn ich hier schon mal Schattenläufer bin, ne? Hier war doch noch ein Ork. Oh, ich kann nicht speichern als Schattenläufer. Oh, das ist aber nicht so gut. Naja, wird schon schief gehen. Komm her. Was? Haut der jetzt ab oder konnte er kämpfen? Komm kämpfen, du Weichei. Dämlicher Ork. Hä? Ist jetzt runtergefallen? Ist jetzt nicht wahr, oder? Der ist da runtergefallen, wie es aussieht. Was für ein dummer Ork. Tja, 300 Erfahrung weniger. Na, klasse. Ach, dann halt eben nicht. Dann verwandle ich mich halt zurück. Ja, war ich hier denn schon? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Das heißt, es lohnt sich hier nochmal die Ecken abzusuchen. Siehst du? Hab ich doch gesagt. Das lohnt sich. Ich will nur aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Ganz viele Heilpflanzen, die ich alle irgendwie gar nicht benutze, ne? Ich benutze eigentlich nur Essen und Tränke. Grasland-Scavenger da oben rechts. Das da oben ist ein Mensch, so wie es aussieht. Warte mal. Dem will ich vielleicht nicht in der Banditenrüstung begegnen. Sondern als Magier. Sonst ist er noch sauer auf mich oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein. Ja, ein Mensch, ein Eremit. Hey, du. Was machst du denn hier? Was ich hier mache? Was zum Teufel machst du hier? Ich bin an den entlegensten Ort der Insel gegangen, weil ich endlich meine Ruhe haben wollte. Bürgerkrieg, Banditenüberfälle, Horden von Orks vor meiner Haustür. Das war nichts mehr für mich. Ich bin aus diesem ganzen Wahnsinn ausgestiegen. Hier gibt es zwar auch Orks, aber lange nicht so viele. Und andere Menschen lassen sich, Inos sei Dank, nie herblicken. Bis heute. Tja, so kann's gehen. Was ich hier mache, die Welt retten. Ich bin auf der Suche nach Steintafeln. Du hast nicht zufällig welche gefunden? Doch, aber die werde ich behalten. Sie sind das Einzige, was es hier zu lesen gibt. Ich verstehe zwar noch nicht alles, aber einige der Texte kann ich mittlerweile entziffern. Aha. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich habe mir hier alles selber gebaut. Meine Waffen, meine Werkzeuge, meine Hütte, einfach alles. Bin hier mit nichts hingegangen, außer meiner guten Laune. Manchmal allerdings... Ja?
Manchmal wünschte ich mir, ich hätte wenigstens ein paar Klamotten mitgenommen. Ich verstehe nichts von Weberei oder der Verarbeitung von Fellen. Und die Nächte sind nicht gerade warm in diesem Teil der Insel. Du verstehst nichts von der Verarbeitung von Fellen, ne? Mhm. Ist klar. Okay. Wollte ich nur mal zeigen, weil ich es am Rande des Gesichtsfelds erkannt habe. Was habe ich denn für Klamotten für ihn? Ich habe hier ein paar Klamotten für dich. Wirklich? Zeig her. Lass mich sehen, ob sie mir passen. Was gebe ich ihr denn? Piratenrüstung oder Ring des Wassers? Ich gebe ihm mal die Piratenrüstung. Ich glaube, den Ring des Wassers brauche ich noch eher. Tatsache. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich habe mein ganzes Gold einem Piraten für die Überfahrt gegeben. Alles, was ich dir geben kann, sind ein paar alte Steintafeln. Hier, nimm sie ruhig. Ich suche mir ein paar neue. Danke schön. Wegen der Steintafeln. Soll ich dir beibringen, sie zu lesen? Ah, da kann mir das also auch beibringen. Das hatte ich mir doch so gedacht, ja. Und? Wie lebt sich so als Aussteiger? Ich komme klar. Mit den Klamotten komme ich über den Winter. Danach sehen wir weiter. Und da links hinten sehe ich einen Tempel. Außerdem ist hier ein Teleporter. Die Frage ist nur, wo ist der Sockel? Ist das das hier? Ah, ich glaube, das ist der Sockel. Was haben wir da? Ein Schattenläufer. Da will ich nicht unbedingt direkt hin. Apropos Schattenläufer. Ich habe gar nicht gespeichert, weil ich Schattenläufer war. Das heißt, ich speichere hier mal schnell. Nur um sicher zu sein. Und ja, das ist der Sockel für den Teleporter. Dann gehe ich doch mal durch. Medarion wird sich bestimmt freuen. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Ja. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ein bisschen Gold. Für den ganzen Aufwand. Meine Güte. Ach, herrje. Ich brauche 10 Mana. Wovon eigentlich? Ach so, von der Verwandlung, ne? Richtig. So, jetzt kriege ich nochmal 150 Erfahrungen. Und dann fehlen mir noch 1005 Erfahrungspunkte. Nach unten gehe ich erstmal nicht zu dem Schattenläufer. Weil ich mich mit dem Schattenläufer erstmal noch nicht anlegen will. Aber hier oben kann ich schon mal hin. Was gibt's denn hier? Und ja, da drüben ist tatsächlich nochmal so eine Ruine der alten Erbauer. Und hier wächst erstmal ganz viel Zeug. Das nehme ich natürlich mit. Hat sich gelohnt, schon mal hier hochzukommen. Das Nepperkraut ist super. Ja. Ich habe auch beim Ausprobieren, wie ich da über den Abgrund zurückkomme, das Ganze als Snapper ausprobiert. Lustigerweise, die Snapper laufen zwar schnell, aber sie können halt nicht wirklich springen. Ist halt irgendwie blöd. Apien, okay. Na dann zeigt mir, was ihr könnt. Nicht allzu viel, wie ich sehe. Nicht allzu viel. Waren es nicht 2? Ja, es waren 2. Verdammt! Knapp daneben. 50 und 50. Was prügeln die sich gerade? Ja. Verdammt. Komm mal her. Na, komm mal her. Ich sagte, komm her. Jetzt. Bleib stehen. Nichts zu holen. 180 Erfahrung bringt so eine Harpie. Und die sind also gar nicht mal so schwer zu besiegen, aber sie sind nervig, weil sie fliegen und man sie nicht immer trifft. So wie die Blutfliegen ein bisschen. Nur schlimmer. Ach komm, jetzt mach keinen auf Golem, du Heuschrecke. Geht doch. Ich werfe einen Blick auf die Karte. Wo bin ich denn hier? Ich bin da unten links, okay.
Und wie komme ich jetzt da? Da unten komme ich rüber, so wie es aussieht. Hier unten lang. Das ist der richtige Weg nach drüben zu der Ruine. Ist das ein Abgrund? Nö. Das heißt, ich würde jetzt, weil es hier unten weitergeht, erstmal gerne da drüben erforschen. Und dafür bräuchte ich aber ein bisschen Mana. So, komm, das kann ja nicht sein, dass ich hier das ganze Kleinzeug rumliegen habe. Ich mache gerade mal hier die Fische weg und die Fleischwanzen. So, siehst du? Zwei Feldrüben. Ich glaube, mit Feldrüben kann ich nochmal einen grünen Novizen oder so machen. Oder wie war das? Keine Ahnung. Oder Snuffs, war Snuffs Loose Hammer oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Für irgendwas waren die doch da, die Rüben. Keine Ahnung. Ich behalte die mal. Für irgendein Rezept waren die gut. Weiß auch nicht mehr was. Ach, guck mal an. Das ist vollkommen egal, ob ich links oder rechts rum hier runtergehe. Das nimmt sich genau gar nichts. Ich komme hier nur wieder zurück. Das ist aber ein ganz schön tiefer Abgrund, hey. Nun, was haben wir da drüben? Ein Ork-Schamane und ein Goblin-Krieger. Wie es aussieht, will der mich angreifen, ne? Ups. Der will nicht nur, der tut es sogar. Problem ist nur, der hat halt eine deutlich höhere Magieresistenz als die anderen Orks. Deswegen reichen hier 4 Zauber nicht aus. Aber dafür sollte er physisch einiges weniger aushalten. Naja, soweit die Theorie, ne? Hörst du mal auf zu blocken? Wäre echt Knorke. Na komm. Junge! Stell dich nicht so an! Geht doch! Und auch gleich eine Stufe gekriegt. Sehr schön. Was hat der denn dabei? Mana und Gold. Das trinke ich doch glatt mal. Und eigentlich sollte ich mich auch ein bisschen heilen, ne? Wenn ich das so sehe, wie angeschlagen ich hier bin. Heile ich mich mal eben ein bisschen. So, hier ist die Animation schneller und es gibt 3 Punkte mehr. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne, bevor ich levele, noch hier rüber gehen, denn ich habe ja hier auch die ganzen Goblins kaputt gemacht. Und die haben, bevor sie die spawnen, vielleicht auch noch irgendwas dabei für mich. Okay. Gut, das war's. Ich kann jetzt also endlich zurück zu den Magiern. Kann ich einen neuen Zauber lernen? Müsste gehen. Ich habe Eisblock dabei. Die Schriftrolle. Das heißt, ich könnte mir jetzt die Rune machen. Ne, Moment. Ich kann erstmal lernen, Eisblock zu machen. Und für die Rune muss ich dann gucken, was ich brauche. So war's. Genau. So, wer von euch kann mir denn neue Zauber beibringen? Du warst das nicht. Lass uns handeln. Aber dir kann ich bestimmt zum Beispiel die Ork-Äxte und Moment, das Schwert wollte ich behalten, genau, als eine Waffe und die Ork-Axt und das da davon ein. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Den kannst du haben. So, ja, das hat wunderbar geklappt. Ich habe 2.500 Gold fast. Soweit, so gut. Saturas. Habe ich dann. Wegen der Reliquien? Ja, habe ich. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Diese Tafel fand ich in einem Gebäude im Süden. Ah, eine Tafel der Totenwächter. Sie waren es, die die Geister ihrer Verstorbenen beschworen. Die Verbindung zu ihren Ahnen war bei den Erbauern sehr stark. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln. Finde sie und hier hast du... Ich werde sehen, ob ich was... Gut. Das war dann gerade die pinke Steintafel. Ich will einen höheren Kreis der Magie lernen. Es ist noch zu früh für... Verdammt. Adanos... Ja, Adanos mögen wir schützen. Aber ich bin doch ein Innosgläubiger. Tja, was soll's. Also, wer von euch kann mir Zauber bringen? Was hey, du das, Riordian? Nein. Wegen der Herren.
Aus der Herrenhäuser. Ja. Das Herrenhaus der Krieger wurde von Raven als Unterschlupf verwendet. Da hat er eine gute Wahl getroffen. Vermutlich ist es die sicherste Festung, die in dieser Region noch zu finden ist. Ja, toll. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Yep. Das war problemlos. So, wer von euch war das denn, der mir Zauber beibringen kann? Merdarion hier war es, glaube ich, nicht, oder? Nee, da kann mir Mana steigern. Dann muss es also Myxir gewesen sein hier hinten oder Nefarius, einer von den beiden. Da Myxir, der mit den... Warte mal. Genau, der mit der Sprache ist. Ach, das ist Kronos. Tippe ich mal auf Nefarius. Genau. Und zwar hätte ich gerne... Eislanze, nee. Dritter Kreis. Geysir, Unwetter, Eisblock. Das kostet immerhin 10 Lernpunkte, meine Güte. Allgemeine Infos. So, was haben wir hier? Die Runen. Zutaten für Eisblock. Gletscherquarz und Aquamarin. Habe ich das nicht sogar dabei? Schauen wir doch mal. Ich glaube, sowas in der Art habe ich auf jeden Fall dabei. Ich habe hier ein Aquamarin. Und ich habe hier... Nein, Moment, Bergkristall. Silberner Ring. Ne, da wollte ich mit 25 Gold. Ich habe keinen Gletscherquarz. Verdammt. Ich dachte... Ah, doch, da, Gletscherquarz. 15 und 4 Aquamarine. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Dann mache ich mir doch glatt mal hier einen... Eisblock. Und dafür werde ich dann den Feuerpfeil definitiv abwählen. Weil mittlerweile kann ich so gut... Habe ich so viel Mana, dass das einfach problemlos... Dass ich den nicht mehr brauche, sondern dass man so den schwachen Zauber. So, ich hätte gerne einen Eisblock. Vielen Dank. Und den würde ich dann gerne auf die Nummer 5 legen. Wo ist er denn? Zack, 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 zack. Eisblock. Sehr schön. Mana kosten 40. Das heißt, den kann ich zweimal machen. Macht 60 Schaden. Hält 19 Sekunden und macht 2 Schaden pro Sekunde. Das heißt, er macht 98 Schaden insgesamt. 98 Schaden für 40 Mana. Das heißt, fast 2,5 Schaden pro Mana. Der hier macht 4 Schaden pro Mana. Also rein zum Schaden machen ist der Eisblock nicht so gut. Aber ich kann natürlich dann zum Beispiel einen starken Gegner, wie zum Beispiel den Schattenläufer beim Eremiten, einfrieren und dann mit meiner Waffe behämmern. Und dann mache ich deutlich mehr Schaden mit 40 Mana als mit zweimal dem Feuer... Wie heißt das? Feuersturm oder so. Keine Ahnung. Ich würde es einfach glatt mal ausprobieren. Und dafür erstmal hier eine Runde speichern. Und ja, los geht's, ne? Schattenläufer, komm mal her. Na, das sieht doch gut aus. Ich habe 19 Sekunden Zeit. Ne, wie viele Sekunden waren es? Doch, 19 Sekunden, genau. Ich habe es leider nicht mitgezählt. Aber ich hoffe mal, das reicht. Zumindest, um ihn so weit zu schwächen. Dass ich ihn danach platt kriege. Okay, das hat nicht gereicht, aber ich würde mal sagen, das war eine Erfahrung. Hat sich beinahe gelohnt, ne? Und so. Also ich habe immer noch nur 5 Lernpunkte. Yo, hier hinten sind noch diese Grasland-Scavenger, die habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Nicht beim letzten Mal, am Anfang der Folge, als ich hergekommen bin. Komm mal her! Scavenger sind süß, die schaffe ich doch, wer doch gelacht. Oh, die sind einiges stärker als die normalen Scavenger. Aber letzten Endes sind auch die keine große Herausforderung für mich. Ah, toll, Bären. Ah, guck mal einer an. Hier ist noch so ein Kreuz. Na,
Da hack ich doch gleich mal. Und ich glaube, da... Nicht hier. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Da drüben, da links, ne? Da so drüben. Das ist da, wo ich... als ich zum ersten Mal auf die Orks getroffen bin. Da drüben war das. Da habe ich ja diesen Abgrund gesehen, hier unten. Und da hätte ich eigentlich schon die Hütte des Eremiten sehen können. Habe ich aber nicht. Naja, was soll's. Gut, der Plan... Der Plan ist jetzt, ich werde hier mich in Richtung der Ruine begeben. Vielleicht werde ich vorher, es ist 1958, eine Runde mich beim Eremiten ins Bett hauen. Da kenne ich nichts. Ich schlafe eine Runde in deinem Bett, ne? Er hat nicht widersprochen. Gut. Und dann würde ich... Ich wollte gerade sagen, dann würde ich mich heilen, aber ich bin ja geheilt, weil ich jetzt gepennt habe. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Hier bei der Ruine, genau. Da schlage ich mich dann durch und dann gehe ich rein und schau mal, was mich dort erwartet. Und ob ich dort nicht auch wieder eine neue Steintafel finde. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.